Wolf, in der ersten Saisonhälfte ein bisschen vom Verletzungspech geplagt. Was ist genau passiert? Was ist die Diagnose? Ja, gewesen ist eigentlich relativ ein normaler Sturz in Oberhof. Da habe ich mir aber leider die Hand verletzt. Also es ist ähnlich wie es letztes Jahr war. Ich habe ein Knochenmarksödem, das mal an der Speiche, wo man zusätzlich noch drunter einen Haarriss gesehen hat. Das ist jetzt schon 1,5 Monate her, aber begleitet mich immer noch. Ich habe sehr starke Schmerzen, speziell beim Starten. Ist natürlich kein Vorteil, weil ich sowieso nicht der Schnellste bin am Start. Und ja, so ist es noch ein zusätzliches Handicap, was mir jetzt leider wahrscheinlich die ganze Saison begleiten wird, weil ja die Diagnose eigentlich lautet, dass es normalerweise 3 Monate zum Ausholen dauert, ohne dass man es zusätzlich belastet. Das heißt, es wird erst nach der Saison dann wieder ausholen. Wie gut tut da der Staatsmeistertitel, der jetzt nach Weihnachten eingefahren worden ist? Ja, aber muss ich sagen, für mich eigentlich überraschend, weil ich mich nicht in der Favoritenrolle gesehen habe diesmal. Die anderen sind alle sehr stark gefahren, aber glaub, ich glaube, ich habe über Weihnachten am Setup nochmal was gefunden, was ein bisschen in die richtige Richtung gegangen ist. Und von dem her war es möglich eigentlich und war dann schlussendlich eh souverän. Habe auch meine Startleistung halbwegs mit dem Handicap umsetzen können. Und von dem her, ja, war es natürlich gut, hat gut dann. Wo liegt die Zielsetzung und der Fokus für die zweite Saisonhälfte? Ja, natürlich, dass die Konstanz wieder ein bisschen mehr kommt, dass der Speed vielleicht ein bisschen zurückkommt. Ich habe in der ersten Hälfte einfach nicht ganz so einig gefunden. Habe immer wieder gute Live gehabt, aber ja, die Konstanz war leider zu wenig. Und ja, da gilt es einfach auch, was die Materialabstimmung anbelangt, da noch ein bisschen weiterarbeiten und zu schauen, dass da der Anschluss nach vorne wieder mehr da ist. Und natürlich ist das Ziel, dass ich wieder ganz vorne mitfahren kann in Richtung Podestnähe. Und ja, nachher werden wir es angehen. So. Jonas, die ersten 5 Weltcuprennen, 4-mal am Podest, richtig stark reingestartet. Wie hat nach der ersten Saisonhälfte die Weltcup-Pause über Weihnachten ausgeschaut? Ja, war ganz fein. Es war mal ein bisschen Zeit mit Freunden und Familie. Ein bisschen Erholung. Natürlich haben wir weiter trainiert. Wir waren in Innsbruck viel auf der Bahn und natürlich auch Krafttraining und Athletiktraining. Und trotzdem war das ganz fein, einmal ein bisschen eine Rennpause. Und wie schauen die Ziele und der Fokus für die zweite Saisonhälfte aus? Ja, die erste Saisonhälfte war wirklich ganz brutal. Und da hast du jetzt natürlich den Schwung mitzunehmen. Da in Europa, es wird ziemlich schwierig, da jetzt, dass es so weitergeht. Aber ich probiere mein Bestes und ich probiere einfach konstante Rennen zu fahren. Und ja. Wie schier tut es dir, dass bei der Staatsmeisterschaft das nicht ganz so hingehört hat, deine Favoritenrolle im österreichischen Team? Ist jetzt nicht ganz schlimm für mich. Wir haben ein bisschen was am Material probiert und das hat halt nicht funktioniert. Und ich weiß, wenn wir das Material richtig herstellen, dass ich wieder schnell sein kann. Und darum verlasse ich mich da auf das, was die Trainer machen und das, was ich kann.